she's crazy like the fool. Tausend Jahre Popkultur. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu 1000 Jahre Pop Kultur mit dem Thema Staying Alive in the 70s. In the 70s. Immer noch. Ja, und ja. Zwar im Addendum. Genau. Gefangen im Addendum. Genau. Im schwarzen Loch des Addendums sind wir jetzt angelangt. Addendum, 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 Addendum. Und wir wissen auch noch nicht, wie viele Teile das Addendum jetzt werden. Das wird sich nachher rauskristallisieren. Das wird sich herausstellen, wie schnell wir sprechen. Richtig. Und wie viele Nachfragen es gibt. Ja. Unsererseits so. Ja. Ja, mal gucken. Ja, und ob wir Bock haben. Genau, das kommt natürlich auch noch dazu. Also ich für meinen Teil kann jetzt schon sagen, ich habe Bock. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher. Okay. Ja, nein, dann sehen wir mal zu, dass wir dir mal Bock machen. Ja, denn immer noch gilt ja das Motto, die 70er, das Jahrzehnt der Herzen. Ja. Das ist ja unser Motto, ne, das inoffizielle. Ja. Make the 70s great again. Ja, ein Herz für Rinder. Ein Herz für die 70er, ja. Waren die ein Herz für Kinder eigentlich auch aus den 70ern eine Aktion? Würde mal sagen, ja, bin mir nicht ganz sicher. Ich nämlich auch nicht. Habe ich jetzt natürlich auch nicht recherchiert. Ich meine, wir müssen mal gucken, wann war denn das Lied Ein Herz für Kinder? Haben. Ah, scheiße. Ja, von wem war das? Andrea? War das Andrea? Ich glaube, es war Andrea. Geil, Andrea, die hatte ich auch Andrea völlig Jürgens, vergessen. Ne? Ja, Andrea Jürgens, genau. Ich glaube, die hat das gesungen. Ja, die war auch super. War ja von der Bild-Zeitung eine Aktion. Ja, ja. Und jedes Auto hatte diesen Aufkleber. Ja, erstaunlicher Oder man war Kinderfeind, wenn man keinen Aufkleber hatte. Ja, dann stand da einfach nur kein Herz für Kinder. Kein Herz für Kinder. Das war dann durchgestrichen. Genau. Ja. Ja, das, mal gucken. Da können wir gleich noch mal gucken im Off, während hier etwas Musik läuft, was mit Sicherheit passieren wird, wie immer. Ich dachte mir, wo wir immer so schön in den Jahrzehntfolgen sind, fangen wir wieder mit der Chronik an. Wir hatten letztes Mal bei 75 aufgehört, deshalb starten wir doch jetzt mal einfach bei 76. Ja. Ne? Genau. Was war los 76? Also mal so politisch ganz kurz. Am 2. Juli gab es die offizielle Wiedervereinigung Vietnams zu vermelden. Das Land war zu einer sozialistischen Republik geworden und wurde durch ein Einparteiensystem regiert. Und das einstige Saigon wurde umbenannt in? Ho Chi Minh Stadt? Ja, sehr gut, sehr gut. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, Huckleberry Finn, Ho Chi Minh, Huckleberry Finn. Indira Gandhi. Kennst du das nicht von Otto? Kennst du das nicht? Doch, jetzt wo du gerade Indira Gandhi erwähnst, kommt es mir bekannt vor. Sollen wir das nicht verlinken? Auf ist jeden das unter Fall. Umständen auch aus den 70ern? Mit Sicherheit. Denn das war doch die Hochzeit von Das Otto, war wahrscheinlich oder? Sogar von 76, 77. Genau. Ja, parallel dazu wurde allerdings China von einer schweren Naturkatastrophe heimgesucht. Da gab es südlich von Peking eines der krassesten Erdbeben ever. Wahrscheinlich kamen 800.000 Menschen dabei ums Leben. Also schon nicht ganz ohne. Also es wird als die verheerendste Naturkatastrophe des 20. Jahrhunderts eingestuft. Und im September des selben Jahres starb dann auch noch Mao Zedong. Das war dann die zweite im Nachhinein große betrachtet vielleicht nicht ganz so schlimm. Ja, auf jeden Fall war durch die von ihm initiierte Kulturrevolution nicht nur für die wirtschaftliche Schädigung des Landes und für die Zerstörung wertvollen Kulturerbes, sondern auch für den Tod von Millionen Chinesen verantwortlich. Und mit seinem Tod war die Kulturrevolution offiziell zu Ende. Nach geschätzten Angaben waren es ungefähr 1,5 Millionen Menschen, die ihm das letzte Geleit gaben. Ja, in der BRD fanden die Wahlen zum Deutschen Bundestag statt, bei dem Helmut Schmidt als Sieger gegen Helmut Kohl und als Bundeskanzler hervorging. Das war auch 76. Und weniger spannend waren die Volkskammerwahlen in der DDR. Erwartungsgemäß wurde Herr Honecker zum Staatsratsvorsitzenden gewählt und der DDR-Liedermacher Wolf Biermann wurde im selben Jahr ausgebürgert, als ihm nach einem Konzert vor der IG Metall in Köln die Wiedereinreise verweigert. Ich glaube, den hätte ich aber auch ausgebürgert. Ja, der war schon ein bisschen strange. Der war ein bisschen merkwürdig, ne? Ansonsten war 76 unbestritten das ABBA-Jahr. Die vier Musiker waren dann endgültig zu den Göttlichkeiten des Pop-Himmels geworden mit Fernando, Money, Money, Money und dem groovemäßig von George McCrae's Disco-Hit Rock You Baby inspirierten Dancing Queen stammten drei 76er-Welthits von den Vieren. Ja,
Ach so, das ist noch ein interessanter Fact am Rande. Aber widmete Dancing Queen übrigens am 18. Juni der Deutschen Silvia Sommerlath, die am folgenden Tag durch Heirat mit Karl Gustav Königin von Schweden wurde. Richtig! Wo hatten Sie sich kennengelernt? Das weiß ich nicht. 1972 bei den Olympischen Sommerspielen in München. Ist das so? Das ist krass. Das sind da ja war sie nämlich Hostess. Das sind ja wieder Facts. Ah. Ne? Unglaublich. Die keiner braucht. Ja, das hätte ich nicht gewusst, aber super. Und eine bürgerliche. Ne? Das war ja schon was Besonderes. Stimmt, das war wirklich besonders, genau. Mhm. Mhm. Da habe ich ja Glück, dass diese Frage nachher nicht im Quiz dabei ist. Ah, ja, ja. Ich habe schon gehört, dass ich dieses Mal Fragen beantworten darf. Ich bin schon ganz heiß drauf. Ich bin mal gespannt, wie viel du im Vorhinein schon hier durch Rahmenthemen beantwortest. Genau. Genau zuhören, nicht wie sonst. Ja, stimmt. Mhm. Hier gilt es jetzt wirklich ganz genau aufzupassen. Tja, solche Artigkeiten in Richtung royales Establishment konnte von den Exponenten einer 76 mit Macht in die Musikwelt drängenden Bewegung nicht erwartet werden. No Future? Richtig. Genau. Die sich seit Anfang der 70er als betont minimalistische und normverachtende Antiströmung entwickelnde Punkbewegung hatte im September eine Art Weiheveranstaltung beim zweitägigen 100. Clip Punk Special in London gehabt. Und hier waren bald zu den bekanntesten Vertretern der Szene gehörende Gruppen wie die Sex Pistols, The Damned, The Clash, Susie and the Banshees und so aufgetreten. Ja, und mit dem Ende 76 rausgebrachten Anarchy in the UK schufen Sex Pistols eine rüde Hymne der stachelhaarigen und schwarz gekleideten Sicherheitsnadelträger. Ja, da hatten dann die Sex Pistols mit der Unterschrift beim Plattenlabel EMI in den Augen vieler Punk-Puristen bereits ihre Seele an dem Kommerz verkauft. Genau. Ja, Punk wurde in den folgenden Jahren nahezu ähnlich vermarktet wie die Kommerzmusikrichtung schlechthin, Disco. Und die in der zweiten Hälfte der 70er ihre Höhepunkt feiernde Disco-Musik vermischte Philly-Sound und klassischen Pop zu leicht tanzbaren Rhythmen, habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Und zu den erfolgreichsten Produktionen des Mainstream-Pops zählten 76 Save Your Kisses for Me von Brotherhood of Man. So irgendwie. Ja, nicht schlecht. Du warst bereit. Du hast so viel wie durchgefallen. Ich hab's sofort erkannt. Du hast bereits 75 erfolgreiche Queen-Bombast-Stück Bohemian Rhapsody und Rod Stewart's Tonight's the Night sowie Elton John zusammen mit Kiki D präsentiertes Don't Go Breaking My Heart ideal zum große Hundeaugen bekommen waren. Kann ich mal kurz waren. Unterbrechen? Ne? Kennst du, es gibt doch auf YouTube so Geschichten, wo Teenies und Twins mit alten Popsongs konfrontiert werden. Ja, klar, kenne ich und das. Und da gibt es dieses eine Video, wo Leute zum ersten Mal Bohemian Rhapsody hören und das völlig austicken. Das kenne ich nicht. Können wir mal verlinken. Ja, sehr gut. Ich kenne das mit Nirvana, wo die Kids zum ersten Mal Nirvana hören und voll drauf abgehen. Fand ich schon erstaunlich, dass das die Kleinen heute immer noch so kriegt. Das ist schon vor allem, weil so, ich sag mal, im Mainstream und irgendwann war ja auch Nirvana Mainstream, hast du das ja heute nicht. Ja, im Moment nicht. Nee, das stimmt. Derzeit nicht. Das kann schon mal irgendwo aufflackern kurz, aber dann vielleicht nur so am Rande. So. Verlinken wir, genau. Die Boygroupler von den Bay City Rollers, die gehörten nicht nur mit ihrer eigentlichen Zielgruppe, Mädchen im Alter von 12 bis 16, zu den großen Stars, mit Saturday Night, Money Honey, Rock'n'Roll, Love Letter, I Only Want to Be With You und Don't Worry Baby gelang den Schotten ein standardisierter Hit nach dem anderen. Ich kenne nichts von denen. Nein, mit Sicherheit. Doch, mit Sicherheit. Können wir auch was von verlinken. Mhm. Die Kollegen von Show a Daddy bedienten mit Under the Moon of Love einen vergleichbaren Geschmack. Sehr schlicht und sehr erfolgreich waren auch die eher verkleidet wirkenden Herren von Sailor mit ihren beiden Hits A Glass of Champagne. Das finde ich übrigens super. Echt? Ich fand das so schrecklich. Ich fand das total geil. Und Girls, 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 das kennst du auch, ne? Das war ja auch was für ein Guilty Pleasure eigentlich. Ja, der deutsche Top-Hit 76 war die Cover-Variante von Let Your Love Flow mit Jürgen Drews, Ein Bett im Kornfeld. Marianne Rosenberg besang erfolgreich die Lieder der Nacht. Peter Alexander brach eine Lanze für die kleine Kneipe. Bei Costa Cordalis drehte sich alles um Anita. Und Gunther Gabriel forderte tatsächlich zu kommen unter meine Decke auf, obwohl Roland Kaiser ihm mit frei, das heißt allein, den Weg gewiesen hatte. Und Peter Maffays gekonnte Betroffenheitsschnulzen und es war Sommer und Josie kontrastierten mit dem dünnsinnigen und weichbeinigen Schmiedchenschleicher von Nico Haag. Ja,
Gianna Nannini bringt mit mäßigem Erfolg ihr Debütalbum gleichen Namens auf den Markt und die Band Blondie debütiert ebenfalls im Musikjahr 76. Ja, und in England gründen sich The Clash. Oh. So viel gibt es erstmal zu 1976 von meiner Seite aus. Also eine ganze Menge eigentlich. Ja, ne? Passiert ganz schön was. Ja. Mhm. Gut, das waren ja schon mal ein paar ganz tolle Meilensteine des Jahres 1976. Wir hören auch schon die Trommel im Hintergrund, Drumroll, weil 12 Monate später würde ich endlich der Welt geschenkt werden. Ja, ne? Stimmt. Dazu kommen wir dann gleich. Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Vorher aber noch mal ein kurzer Blick auf so ein paar Facts zum Thema, vor allem auch zum Thema Leben und wie Jugend eigentlich damals so gelebt hat. Was wir beim letzten Mal nicht besprochen haben, war zum Beispiel das Reiseverhalten. Das haben wir in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnte-Folgen auch immer ganz gerne aufgegriffen. Mhm. In den 70ern, was kam da in Mode? Der Daumen, nämlich. Ja, das Trampen wurde vielleicht nicht unbedingt gesellschafts- und salonfähig, aber doch wesentlich häufiger sichtbar auf den Straßen Europas als noch davor. War damals noch safe? Oder schon nicht? Da müssten wir uns jetzt mal alte Aktenzeichen XY ungelöst Folgen angucken. Auch los, ich glaube, ne? Da ging das so. Ja, ich glaube, das ging schon zeitgleich mit dem Trampen ging auch Aktenzeichen los. Wer kann uns sagen, wer sie zuletzt gesehen hat? Zuletzt an der Ausfahrt in Bottrop. Ja, genau. Danach verlor sich jede Spur. Hm. Naja. Nee, ich glaube, Aktenzeichen ist noch vorher, in den 60ern irgendwann. Ist eine der, echt? Ist das in 60ern? Ja, ist eine der langlebigsten Sendungen, glaube ich, sogar im deutschen Fernsehen. Okay, das wusste ich nicht, dass 60er schon war. Mhm. Du hast das auch schon mal erwähnt, stimmt. Mhm. Kann ja, habe ich. Mhm. Mag sein. Naja, es wurde wild getrampt. That's why the lady is a tramp. Frankie Boy. Außerdem kamen vermehrt Ferienwohnungen ab Ende der 70er Jahre in Mode. Auch interessant. Also das, was wir heute vor allem als hier, wie heißt das? Airbnb kennen. War damals noch. AKA Ferienwohnung. Bevor es Mainstream wurde. Bevor es Mainstream wurde, genau. Also es wurde getrampt, es wurde in Ferienwohnungen untergekommen. Und das hatten wir auch schon mal in unserer 80er-Jahre-Episode, das Thema Interrail. Ja. Das fing ab 1972 an. Und ja, von da an nutzen das eben junge Leute, um in Europa umherzukommen. Mhm. Überhaupt war Freizeit ein wichtiger Wert. Auch schon ein bisschen in den 60er, aber vor allem in den 70er Jahren. Die Wochenarbeitszeit sank weiter, Urlaubstage, die Anzahl der Urlaubstage stieg immer weiter. Und auch die Ausgaben für Nahrung, das fand ich ganz interessant, für Nahrung, Kleidung und Wohnung sanken in den 70er Jahren. Also 1962 war es zum Beispiel so, dass noch 58% des Einkommens auf Nahrung, Kleidung und Wohnung draufging. Also 58%. Und 1978 waren es nur noch 42%. Okay. So. Fun Fact. Ja. Oder sad? Nein, Fun Fact. auch interessant, innerhalb der Wirtschaft, die Industrie nahm ab und Dienstleistungen nahmen zu. Oh, okay. Also klassische Büroarbeit nahm zu. Ja. Und 1975 war es dann auch so, dass erstmals mehr Menschen in Dienstleistungsgewerben beschäftigt waren, als sie es in Handwerk oder Industrie waren. Okay. Allerdings, und das hatten wir jetzt auch schon mehrfach kurz erwähnt, ab 1973, Weltwirtschaftskrise, nahm dann eben auch die Arbeitslosenzahl zu. 1973 waren es im Jahr noch 275.000 Arbeitslose, 2 Jahre später über 1 Million, 4,6%. Und das hat sich im Prinzip, dieses Niveau hat sich bis heute plus minus grob gehalten. Ja. Naja, aber eben mit diesem gesteigerten, mit dieser gesteigerten Anzahl an Dienstleistungsgewerben nahm eben auch die Suche nach Büroräumen zu. Mhm. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, nämlich der Wohnungsknappheit für Normalos wie du und ich. War das damals auch so? Das fing damals an. Okay. Und schwierig war eben, dass in den Innenstädten eben, dass es einfach rentabler war, ne, für Haus- und Grundbesitzer, Bürogebäude zu vermieten oder Gewerbe zu vermieten, als an normale Menschen sozusagen, die dort leben sollten. Das heißt, dass Menschen zum einen in Trabantenstädte und Trabantengegenden sozusagen verdrängt wurden, weil sie sich das eben innerhalb der Innenstädte nicht mehr leisten konnten, weil die Mieten stiegen. Gleichzeitig wurden diese Wohnungen aber oft auch als Spekulationsobjekt genutzt und blieben oftmals leer. Ja. Und da kommen wir Richtung
Hausbesitzerszene im Übrigen. Also da fing das massiv an, dass junge Leute gesagt haben, Moment mal, wir suchen dringendst Wohnungen. Mhm. Insbesondere in Studentenstädten war es so, dass dringend Wohnraum gebraucht wurde. Und es hieß, es gibt keinen, aber Wohnungen standen leer. Mhm. Und das war so auch mit der Auftakt für die Hausbesitzerszene. Totsteine Scherben. Richtig, genau. Mhm. Überhaupt, und das hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt, kam es zu einer vermehrten Politisierung auch der Jugend. Zum einen eben gepaart mit der Arbeitslosigkeit, die wir beim letzten Mal auch schon angesprochen haben, mit schlechten Zukunfts- und Berufsaussichten, kam dann eben auch nochmal dieser Wohnungsmangel dazu. Dann war das Erbe der 68er in die 70er herüber geschwappt. Wir hatten die RAF oder die RAF, die Bewegung Twitter Juni, verschiedene andere politisch linke Gruppierungen, die auch auf Missstände aufmerksam gemacht haben, in unterschiedlicher Ausprägung, sage ich jetzt mal ganz wertfrei. Naja, und irgendwann gab es dann eine Phase, in der die Regierung gesagt hat, wer im öffentlichen Dienst arbeiten will, der muss frei von linkem Gedankengut sein. Also das Stichwort Sympathisanten beispielsweise, das ja aufgekommen war, vor allem durch die schlechten Haftbedingungen von Linken, die inhaftiert waren, also Isolationshaft beispielsweise. Ne? Wer irgendwie auch nur den Anschein machte, links zu sein oder in irgendwelchen Strukturen unterwegs war, auch arbeitete, die irgendwie Richtung abseits der Mitte gingen, das muss doch nicht mal radikal sein, wurde künftig, wenn er denn für den öffentlichen Dienst arbeiten wollte, vom Verfassungsschutz untersucht. Mhm. Untersucht bzw. durchleuchtet. Ja. Also der sogenannte Extremistenbeschluss oder der Generalverdacht, wie auch genannt wurde. Ja, oder eben, wie man eben auch im Volksmund sagte, die Berufsverbote, die dann eben auch folgten. Mhm. Das war also ein massives Problem für ganz viele Leute. Es betraf vor allem Lehrer, Hochschulprofessoren, Professorinnen, Ärzte, aber auch Schüler, die einen Nebenjob in irgendeinem, weiß ich nicht, Freizeitheim oder so für 4 Wochen brauchten. Selbst die wurden vom Verfassungsschutz durchleuchtet. Krass. Und das passte natürlich ganz vielen Leuten zurecht nicht. Natürlich nicht. Ne? Genau. Selbst das Wort Berufsverbot, was nämlich kein offizielles Wort war, aber faktisch de facto war es ein Berufsverbot, das über sich noch sehr lange auch gezogen hat für viele Leute. Selbst wer dieses Wort benutzt hat, konnte mit einer Strafe theoretisch rechnen. Also das war, stand im Prinzip unter Strafe, das Benutzen des Wortes. Also das Klima war schon so, dass der Staat massiv vorging gegen die Linke und das eben auch sehr, sehr spürbar war. Das gepaart mit Wohnungsmangel führte eben dann letztlich dazu, dass vermehrt Häuser besetzt wurden. Und du hast vorhin schon kurz und auch beim letzten Mal schon eine Band erwähnt, nämlich Tonsteine Scherben. Und die haben faktisch einen Soundtrack gegeben für diese Zeit. Ich würde die jetzt nicht besprechen wollen, aber gerne ein Lied von Tonsteine Scherben spielen. Da sind wir wieder, die Sterben. Tonsteine Sterben. Von den Sterben spielen wollen. Ja. Und die haben natürlich ein breites Repertoire an wirklich sehr schönen Liedern. Ja. Mhm. Wenn es um Hausbesitzer geht, beispielsweise den von Rauchhaus-Song beispielsweise. Mhm. Aber ich habe mich entschieden für etwas, das doch ein bisschen idealistisch in die Zukunft blickte damals noch, nämlich Schritt für Schritt ins Paradies. Cool. Ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich seit langer Zeit nicht mehr gehört. Nee, das stimmt. Und ihr da draußen vielleicht vor den Sendeempfängern auch nicht mehr. Und deswegen dachte ich mir, hören wir uns das doch mal an. Sehr schön. Viel Spaß damit. Aufgewacht und hab gesehen, woher wir kommen, woher
gewartet und nachgedacht. Hatte viele Träume und jetzt bin ich wach. Wenn wir suchen, finden wir das neue Land. Uns trennt nichts vom Paradies, außer unserer Angst. Ich bin aufgewacht und hab gesehen, woher wir kommen, wohin wir gehen. Und der lange Weg, der vor uns liegt, führt Schritt für Schritt ins Paradies. Schritt für Schritt ins Paradies.
Schade. Ton, Steine, Scherben. Natascha hat gerade so eine schöne Gesangsimpression gebracht. Ich finde es schade, dass ich nicht schon vorher auf Aufnahme gedrückt habe. Naja, beim nächsten Mal. Ja. Ich wollte nachtragen schnell, dass das Stück von 1972 ist, vom Album. 72, krass. Ja, vom tollen Album Keine Macht für Niemand. Ja. Das ein geflügeltes Wort geworden ist, muss man sagen. Definitiv. Ne? Ja. Definitiv. Und ich gebe ab an dich, lieber Kollege. Hallo. Ich greife mal das Thema Musik im weitesten Sinne auf, denn es geht auch um Musik bei meinem nächsten Thema. Es geht um eine Jugendkultur, die in den 70ern ihren Ausgangspunkt fand. Die habe ich eben auch schon mal in der Jahreschronik kurz angerissen. In der 76er-Chronik, weil da nahm sie ihren Ursprung und die Rede ist von Punk. Und Punk entstand in New York und London, um es mal so auf zwei Städte zu fokussieren. Charakteristisch dafür sind dann so provozierendes Aussehen, ne? Rebellische Haltung, nonkonformistisches Verhalten. Und der einzelne Angehörige dieser Subkultur nennt sich ebenfalls Punk, Plural Punks. Oder Punker. Richtig, oder auch Punkrocker. Deutsche Bezeichnungen sind auch Punker und für weibliche Punks Punkerinnen. Punkerin. Plural Punkerinnen. Oder selten Punkett. Plural Punketten. Punkette, habe ich auch noch nie gehört. Ja, das Wort Punk aus dem Englischen bezeichnet in der Hauptbedeutung faulendes Holz. Also etwas Wertloses, was allenfalls als Zunder taugt. Und das Wort ist erstmals für 1596 belegt und wurde später auch von William Shakespeare verwendet, zum Beispiel in Maß für Maß, wo es eine Prostituierte bezeichnet. Und später gab es einige Bedeutungsverschiebungen von Prostituierte auf Homosexueller, insbesondere für den empfangenden Partner. Ab etwa 1923 wurde damit eine unerfahrene Person oder ein Neuling bezeichnet, vor allem auch im kriminellen Umfeld, mit Anspielung auf die sexuelle Bedeutung. In Bezug auf einen musikalischen Stil verwendete Lenny Kaye, der Gitarrist der Patti Smith Group, den Begriff Punkrock 1972 erstmals in den Erläuterungen einer von ihm veröffentlichten Anthologie Nuggets über den US-amerikanischen Garagenrock der 60er Jahre. Und in den 70ern gelangte der Begriff dann in die soziale Rollendiskussion im Feld der US-Pädagogik mit Delinquenten. Jene Jungen, die die unterste Stufe einer Peer-Group oder Gang bildeten, waren in der Szenesprache Scapegoats, Queers, Rats oder Punks. Nach Großbritannien gebracht wurde der Begriff Punkrock durch die Musikjournalistin Carolyn Kuhn, die damalige Freundin von Paul Simonon, dem Bassisten von The Clash. Sie bezeichnete mit dem Begriff die damals jungen englischen Rockbands wie die Sex Pistols, The Clash und The Damned. Und vorher war in England für diese Art von Musik der Begriff Working Class Rock'n'Roll geläufig. Ja, es gab so auch so eine Proto-Punk-Phase, also alles, was so davor war und was noch nicht einklassifiziert werden konnte, eben irgendwie unter Garage Rock lief, aber schon eigentlich irgendein Punk war. Und dazu zählten zum Beispiel dann so die Sonics, MC5, The Stooges, also Iggy Pop, und die New York Dolls sowie die Patti Smith Group. Auch The Velvet Underground gelten mit ihrer nihilistischen Attitüde und den provokativen Performances als Vorreiter. Und als Zentrum des ursprünglichen US-amerikanischen Punkrocks gilt der Club CBGB oder CBGB in New York. Musikalisch handelt es sich dabei um eine einfache und rohe Form von Rock'n'Roll und Beatmusik. Und die grenzte sich deutlich zur damaligen Hippie-Bewegung mit deren komplexen künstlerischen Ausdrucksmitteln und naivem Idealismus ab. Ja, und in England hatte während der Swinging 60s verschiedene Bands wie The Kings, The Who und The Troggs den geläufigen Beaten raueren Stilelementen versetzt, die später in der Punkmusik wieder aufgegriffen wurden. Und die herausragendsten Beispiele für derartige Vorbilder mit simplen Songstrukturen, roher Spielweise und starken programmatischen Aussagen waren Hits wie Really Got Me von The Kings, I Can Get No Satisfaction von Rolling Stones und vor allem My Generation von The Who. Und in der ersten Hälfte der 70er hielt der britische Glamrock von Künstlern wie Mark Bowen und David Bowie diese Tradition am Leben und erfolgreiche Bands wie T-Rex und The Sweet überzeugten viele Jugendliche, dass keine großen musikalischen Fähigkeiten nötig waren, um einschlagende Songs zu schreiben.
ja, den Mainstream-Rock hatte ich schon in der letzten Folge gesagt, der gehörte damals zu Bands wie Genesis, Emerson, Lake & Palmer, Grateful Dead, Iron Butterfly, Led Zeppelin und Pink Floyd. Und denen wurde aber vorgeworfen, mit ihrem Bombastrock von hohem künstlerischen Anspruch einen großen Graben zwischen Künstler und Konsument zu schaffen und sich in technischem Perfektionismus, als der ihre verhältnismäßig aufwendigen Aufnahmenkonzerte aufgefasst wurde, zu gefallen. Die übrige U-Music, also Underground, hingegen wurde Mitte der 70er vor allem von der Disco-Kultur geprägt, die alle tiefergehenden Inhalte oder Botschaften von vornherein abgelegt hatte und sich ganz auf Tanz und Mode für den zahlungswilligen Konsumenten reduzierte. Demgegenüber gaben sich dann die ersten Punk-Rock-Bands eher aggressiv, unversöhnlich, nonkonformistisch und illusionslos und spielten mit den klassischen Mitteln des Rock'n'Roll. Aggressive, schnelle, kurze, einfache Songs statt epischer, komplex komponierter Lieder. Die Texte bestanden hauptsächlich aus Betrachtungen über das Leben und Leiden als Jugendlicher, über den Kick der Selbstzerstörung, aus Anklagen und Beschimpfungen oder auch aus reinem Dadaismus. Und die dreckigen und schnodderigen Elemente vom Punk, die wurden dann zum Programm. Das Establishment und damit der Status quo der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit wurde offen abgelehnt und brüskiert. Und herrschende Werte, wie zum Beispiel auch so Ästhetik, wurden durch einen radikalen Nonkonformismus negiert. Ja, und die Bewegung versuchte nicht, durch künstlerische Qualität eben ihr Anliegen verständlich zu machen, sondern betonte gerade das Unvollkommene, Dreckige und das radikal Individuelle der eigenen Musik und Lebensweise. Also man war nicht der Auffassung, dass Kritik an dieser Gesellschaft in ihr auch konstruktiv wirken müsse. Ja, im Mittelpunkt stand die eigene Subjektivität, das eigene Leiden am Zustand der Welt, das sichtbar gemacht wurde und dann auch so gegen sie gewendet werden sollte. Und dazu gehörte für die meisten auch ein exzessiver Konsum von Alkohol und anderen Drogen. Und getanzt wurde ab 76 Pogo. Wütend mit und gegeneinander tanzend wurde das Publikum dann zu so einem eingeschworenen Mob. Kennst du wahrscheinlich auch noch, das hat sich ja lange gehalten, so Pogo. Ne? Man sah sich auf sich allein gestellt, vertraute niemandem. Und die Arbeiterbewegung und die Neue Linke wurden ebenso abgelehnt wie das herrschende System. Ästhetisch bedeutet diese Haltung eine bewusste Zelebrierung des Dilettantismus. Und man kokettierte damit, dass man nur drei Akkorde auf der Gitarre beherrschte, gemäß einer Zeichnung einer Drei-Akkord-Folge mit dem Text "This is a chord, this is another, this is a third, now form a band." In einer 76er-Ausgabe des Fanzines Sideburns. Gitarrensoli und jede Form von Virtuosität waren als Stargesten verpönt und die Idee war, nicht einfach neue Stars zu schaffen, sondern die Kunst selbst zu machen. Do it yourself. Eigenproduktion der Kleidung, notfalls aus dem Altkleidercontainer, Eigenvertrieb und Eigenproduktion der Musik, notfalls mit gestohlenen Instrumenten wie bei den Sex Pistols. So entstand eine Gegenkultur mit eigenen Ausdrucksformen. Hässlichkeit als Programm, zerfetzte Kleidung, Sicherheitsnadeln im Gesicht, mit Kopiergeräten, billig hergestellte Zeitschriften und spontan dadaistische Aktionskunst. Und neben dieser ja, antikommerziellen und antibürgerlichen, generell anarchischen Haltung gehörte zum Punk dann auch eine radikale Selbstvermarktung, also Imagepflege und Inszenesetzung, vor allem durch die Sex Pistols und ihren Manager Malcolm McLaren. Und die Erschaffung von neuen Idolen stand von Anfang an in einem offenen Gegensatz zum Nonkonformismus des Punk, was damals schon für die nun immer erfolgreicher werdenden Bands die Frage aufwarf, wie so eine fundamentale Anti-Haltung gegenüber der Musik- und Modeindustrie, wie auch gegenüber den immer neuen Stars verlangenden Fans, überhaupt aufrechtzuerhalten sei und was mit so einem Nonkonformismus letztlich eigentlich bezweckt werden sollte. Und von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde die entstehende Punkkultur in England, als die Sex Pistols mit ihren Singles Anarchy in the UK 1976 und God Save the Queen 1977 Aufsehen erregten. Und in kurzer Zeit entstanden eine Unzahl neuer Bands. Zu den wichtigsten Vertretern habe ich eben schon die meisten genannt. Ich nenne mal noch ein paar mehr. Also Sex Pistols, The Clash, The Damned, The Edwards, The Slits, The Stranglers und die Stiff Little Fingers. Und schon in der zweiten Hälfte der 70er teilte sich die Punkbewegung weltweit in erste Unterarten und beeinflusste andere Musikstile, wie zum Beispiel etwa Two-Tone, Ska oder New Wave, nachhaltig. Und wichtige Substile und deren herausragende Vertreter waren zum Beispiel Anarcho-Punk, zum Beispiel mit Crass, Conflict und Flux of Pink Indians, beziehungsweise Street-Punk, zum Beispiel Sham 69, Cockney Rejects, Alter, Blitz und dann aber auch später offen rechtsradikale Band Screwdriver und dann noch der Horror-Punk, hier vor allem durch die Misfits vertreten.
Ja, so viel erstmal so zum Punk an sich. Ich möchte auf eine Unterart später noch kommen, aber erst im zweiten Teil, die sich bis heute auch noch ganz gut gehalten hat. Ich würde aber jetzt gerne einen klassischen Punkrock-Knaller spielen, aber du musst ihn losziehen, weil ich konnte mich hier wieder nicht entscheiden. Hast du welche vorbereitet? Natürlich nicht. Deshalb schalten wir mal kurz in die Pausenmusik. Ja, sorry, ich muss gerade doch noch was sagen, bevor ich Natascha ziehen lasse. Nämlich, ich wollte noch zu den Kleidungsmerkmalen des Punks kommen. Ja. Das habe ich jetzt nur kurz angerissen. Also typische Kleidungsmerkmale sind und waren, also hauptsächlich heute wahrscheinlich nicht mehr so ganz extrem, außer bei den ganz hart alteingesessenen Altpunks, Nieten auf Jacken, Gürtel in Arm- und Halsbändern, oft spitz geformt, Reißverschlüsse an unüblichen Stellen, insbesondere auf Bondagehosen, was auch immer eine Bondagehose ist. Weißt du nicht? Nee. Sind das nicht... wo dann wie so halbe Gürtel um die Beine so weißt du, was ich meine? Ja. Doch, ja, schon mal gesehen. So schwarz auf schwarz. Ja, ja, das hat auch wieder in der Grufti-Szene gern angezogen. Kann gut sein, ja. Dann ein bisschen fester gezogen. Ja, ne. Kann man sich auch mal irgendwo... auch ein bisschen wehtut. Kann man sich irgendwo auch mal festbinden dran, wenn man möchte, genau. Ja, Anstecker, Buttons natürlich. Ne? Und Nasenringe aus Phosphor. Ja, natürlich, wäre ich noch zugekommen. Also. Lederjacken, bemalt mit Symbolen, Bildern, Sprüchen. Also quasi die Vorläufer der Kutte. Uniformteile gerne auch, Patronengurte und Militaria. In den frühen Punk-Szenen auch Hakenkreuze, später auch antifaschistische Symbole. Ja, stimmt, das mit dem Hakenkreuz war schon merkwürdig. Ja. Ne? Das war völlig... Ja. Apolitisch, ja, tatsächlich. Ja. So einfach nur, um zu provozieren. Das ursprüngliche Swastika ist ja auch erstmal apolitisch. Ne? Ja gut, aber in den 70ern war es das ja schon längst nicht nee, mehr. Das, ne, nicht mehr. Es, nee, geht immer nur darum, wir provozieren jetzt mal, egal, genau, womit. Genau, also wenn du nach Asien fährst, dann fühlst du dich als Deutscher schnell provoziert, weil du überall, klar, auf die Dinger stößt. Ja. Aber genau. Ja, karierte Hosen gerne, Jeans oft gebleicht, Schottenröcke auch mal und andere Kleidungsstücke mit Tartanmuster. Auch wieder Bondagehosen. Ich glaube, ich muss da mal ins Sortiment schauen. Netzhemden, Netzstrümpfe, Zebra-, Tiger- und Leopardenmuster, zerrissene, bemalte, beschriftete und anderweitig veränderte Kleidung, Schnürstiefel, Arbeits- und Sicherheitsschuhe zum Beispiel. Genau. Box. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Doc Martens, genau. Und natürlich, wie du schon sagtest, also lustige Piercings gerne überall, auch sicherheitsnahe. Ja. Genau. Ja, und der Punk propagierte oft die Anarchie und so sprach sich zum Beispiel John Lydon von den Sex Pistols für eine Form von Anarchismus aus. Hierbei ist jedoch meistens keine ernsthafte politische Perspektive im Sinne von anarchistischen Theoretikern gemeint, sondern eher nur die denkbar radikalste Ablehnung der herrschenden Verhältnisse, was sich an der gemeinsamen, oft sinngleichen Verwendung der Begriffe Anarchie und Chaos zeigt. Beispielsweise durch Bands wie The Exploited. Oftmals zeigt sich eine Nähe zum Nihilismus. Ein extremes Beispiel hier stellt der 93 gestorbene Gigi Allen dar. Den hatte ich schon mal schon mal erwähnt. Auch ein ganz krasser Typ gewesen. Und häufig wird Anarchie auch als Anomie oder als eine Form von besonders radikal gelebten Individualismus verstanden. Ja, trotzdem verstehen sich viele Punks als politisch links. Zum Beispiel Jello Biafra, der Sänger von Dead Kennedys, ist aktives Mitglied der United States Green Party. Anarchistische Bands wie Crass, Conflict oder Sounds und deren Anhänger verstehen Punk als Kampf gegen das herrschende System, insbesondere gegen die Konsumgesellschaft, gegen Institutionen aus Politik, Wirtschaft und Kirche. So lebten die Mitglieder der Band Crass in einer Kommune als Selbstversorger und auf einem Bauernhof. Und für ihre Tonträger und für den Eintritt zu Konzerten verlangten sie nur die Selbstkosten. In dem Bestreben, in jeder Beziehung selbstbestimmt zu leben, lehnten sie den Verzehr von Fleisch ebenso ab wie den Konsum von Drogen. Und in einem ihrer Songs heißt es, they say that we were trash, well the name is Crass, not Clash. Also die sagen, wir sind Müll, nun wir heißen Crass und nicht Clash. ja, oftmals sind solche Bands elitär und sehen sich als die echten Punks an. Ne? So viel dazu. Ja. So, und jetzt zieh dir mal eine hier. Mach ich. Bin ich gespannt, was du ziehst. Nummer 2, das ist eine sehr gute Wahl. Ich würde sagen, fast die beste Wahl von diesen dreien. Nämlich ein Stück der britischen Punkband The Buzzcocks aus dem Jahre 78. Ever Fallen in Love with Someone. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Was so romantisch klingt, ist gleich wahrscheinlich
Ach, es hat tatsächlich einen kleinen Hauch Romantik, hat es tatsächlich. Das hören wir uns jetzt mal an. Wir hören uns das mal an, wie Punks Romantik definieren und sehen uns gleich wieder. Yes. Das wird Punks gehört. Genau. Schöner Song, ne? Super Song. Ja. Auch von der Länge angemessen für einen Punk-Song. Ja. Ich hatte gerade auf 3 Minuten getippt, aber du hast mich... Cool. 30 Sekunden unterboten. Ja. Ich habe ja vorhin über Jugend gesprochen. Ich möchte noch ein bisschen weiter zurückgehen in der Entwicklung und bei Kindern mal ansetzen. Ja. Denn auch die Kindheit in den 70er Jahren war anders als die in allen Jahrzehnten davor. Mm. Und auch da, naja, also, ne, das, ja, ja. Kann man sagen. Kann man so sagen. Mm. Und da müssen wir uns auch wieder nochmal zurückbesinnen auf die 68er, die Sachen geleistet haben und in Gang gebracht haben, die natürlich noch die ganzen 70er Jahre hinweg gewirkt haben. Mm. Also, es gab ab den 70er Jahren einen krassen, wirklich krassen Umbruch in Bezug auf Rollenverteilungen und auf das Thema Autorität bezogen. Mm. Würde sogar sagen, davor und danach nicht mehr in dem Maße wie in den 70er Jahren. Um nur mal auf so ein paar Gesetzesmeilensteine zu sprechen zu kommen. Bis 1973 war es zum Beispiel so. Und auch meine Eltern mussten darunter leiden. Als sie nämlich zusammenziehen wollten als unverheiratetes Paar, das ging nämlich nicht. In Deutschland jedenfalls nicht. Mhm. Da war es nämlich bis 1973 strafbar. Oder jemand machte sich strafbar, wer an unverheiratete Paare eine Wohnung vermietete. Krass. Und zwar galt dann der Strafbestand der Kumpelei. Der Kumpelei? Ja. WGs gab es aber schon. Ja, das waren ja halt dann keine Liebespaare. Nee, aber hätte man, aber ja, sobald so verkaufen es können. So, ja, hätte man wahrscheinlich, vielleicht, ja, weiß ich nicht. WG mit Vorteil. aber das war dann eben bis 73 so, danach eben zum Glück nicht mehr. Ne? Da konnten eben auch unverheiratete Paare, also Paare, die in wilder Ehe lebten, ja, stimmt. Auch eine Wohnung anmieten. Mhm. Und seit 77 gab es dann die Reform des Scheidungsrechts. Also es galt von da an nicht mehr das Schuld, sondern das Zerrüttungsprinzip. Im Schuldprinzip war es eben so, es musste einen Schuldigen geben. Also wenn die Frau zum Beispiel gesagt hat, ich komme mit dem Typen nicht mehr klar,
ne, der verhält sich ganz furchtbar mir gegenüber. Mhm. Dann war sie die Schuldige, weil sie aus der Ehe ausbrach und es gab dann auch keine, Alimente etc. Bitte auch was? Wenn da häusliche Gewalt im Spiel war? War schwierig. Also das muss man ja schon irgendwie auch begründen und so weiter. Ja. Krass. Und danach dann eben das sogenannte Zerrüttungsprinzip. Also eine Ehe war zerrüttet und da wurde nicht gefragt, wer hat jetzt Schuld. Es war alles ein bisschen einfacher von da an. 1976 wurde das erste Frauenhaus in Deutschland gegründet. Und ein Jahr später auch ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein. Bisher war es nämlich so, dass die Frau innerhalb ihrer Ehe zur Führung des Haushaltes verpflichtet war. Also wirklich von Gesetz her verpflichtet. Und dass der Ehemann entschieden hat, ob die Frau neben den familiären Verpflichtungen noch Zeit hatte, eventuell auch zu arbeiten. Krass. Wenn der Mann sagte, nein, das geht nicht, dann konnte die Frau auch nicht arbeiten. Möchte das nicht. Durfte. Ich möchte das nicht. Das ich möchte das nicht. Ist hier jetzt. Ja. Und nicht. Natürlich war das auch nicht selten der Fall. Also, krass. Ja. Aber ab 77 war das dann eben gekippt worden. Mhm. Und Eheleute waren gleichgestellt endlich. Das hat natürlich eine Menge ausgemacht. Ja, ne? Und davon zehren wir ja bis heute im Grunde genommen. Klar. Überhaupt gab es dann in den 70er Jahren einfach schlicht neue Konzepte von Erziehung. Also Stichwort antiautoritäre Erziehung. Ja. Das bedeutete, dass Kinder einen größeren Freiraum bekamen, dass nicht mehr strengster Gehorsam gegenüber Mutter und Vater galt. Ab Ende der 60er Jahre kamen auch die ersten Kinderläden in Mode, was sich dann auch durch die 70er Jahre gezogen hat. Dieses Thema antiautoritäre Erziehung ist heute vielleicht nicht mehr so aktuell, aber man muss schon sagen, dass das Nachwirkungen natürlich hatte. Also wir dürfen heute, oder auch Kinder, wir sind jetzt keine Kinder mehr, aber Kinder heute dürfen auch widersprechen, ohne dass sie geschlagen werden oder in die Ecke müssen oder Ecke, was auch immer damals. Ja, ich meine, wir lachen, aber das war lange, lange Zeit stand Alltag für Kinder leider. Ne? Ja, ist heftig. Das Thema Kindergärten kam dann natürlich auch mehr und mehr in Mode. Anfang der 70er noch weniger stark. Also 1971 war es zum Beispiel so, dass nur 20% aller Kinder einen Kindergarten besucht hat. 71. Krass. Ja, nur 20%. Ich denke, spätestens mit der Gesetzänderung 1977, dass eben die Frau nicht mehr zur Führung des Haushaltes verpflichtet war und somit eben auch arbeiten konnte, war dann eben auch das Thema Kindergarten und Unterbringung von Kindern vermehrt Thema. Ja, wie wurde denn eigentlich gespielt, Helge? Womit hast du als Kind gespielt? In den 70ern. In den 70ern. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich war viel draußen auf jeden Fall, das weiß Stichwort. Ich. Ich war... ich meine, das ist ja so bis in die 90er Jahre hinein. Also seit, ich sag mal so, bis zu dem Punkt, wo Computer und Fernseher Standard wurden in allen Kinderzimmern, spielten Kinder vor allem auch draußen. Ja, also ich weiß, ich habe mich viel mit Schulfreunden getroffen, draußen gespielt, verstecken, packen, was auch immer. Sowas ging immer. Und ansonsten so jetzt Spielsachen technisch. Ich kann mich natürlich noch an Lego und Playmobil erinnern. Das gibt es ja aber auch beides bis heute. Das stimmt. Playmobil kam übrigens 1974 auf den Markt. Echt so früh schon? Ja. Krass. Und Lego? Weiß ich nicht, aber ich glaube schon früher. Ja, ich meine auch. Lego wäre schon eher gewesen. Ich habe das auch kombiniert. Also ich habe dann Lego und Playmobil auch zusammen. Playmobil war eher für die Grobmotoriker, genau. Ne? Genau. Für die mit wenig Fantasie. Ja, genau. Der Playmobil tatsächlich lieber, muss ich gestehen. Ich fand das auch gebaut. Eine Zeit lang etwas geiler. Ich habe lieber gespielt als gebaut. Ah ja. Mhm. Ja, also ich habe irgendwann, aber das war dann in den 80ern, habe ich mit einem Nachbarn immer, keine Ahnung, da war alles dabei. Playmobil, Lego, Star Wars Figuren, alles, alle Figuren bauten ein Dorf zusammen und haben dann da, genau. Ja. Nee, aber ansonsten, so gesellschaftsspieltechnisch erinnere ich mich noch an Mensch, ärgere dich nicht sehr. Mhm. Überhaupt alles, was so zu einer klassischen Spielesammlung gehört. Ja. Von Malefiz. Mühle, Dame. Genau, Mühle, ach so, ja, okay. Ja, Malefiz Barrikade, ne? Ja. Halma Barrikade erinnere ich mich dran. Ich, glaube ich, gar nicht. Ja, das ist Malefiz. Ach so. Mhm. Also Malefiz ist der bekanntere Name, genau, glaube ich. Genau, Malefiz kenne ich. Mhm. Und, Scotland Yard. Das kam erst später. Ah, das kam erst später. Das kam erst, glaube ich, Anfang in der 80er. Mhm. Aber auf jeden Fall halt sowas wie hier Halma. Auch geil. Ne, war auch geil. Fang den Hut. Memory, ja, genau, Fang den Hut. Mhm. Mhm. Spitz, gab es da nicht was mit Spitz, so pass Hund? Auf. Ja, das war auch, das hatte meine Oma, das weiß ich auch noch. Ja, die hatte auch einen Spitz, insofern passte das, der passte auch immer auf. Ja. Das und
Dann kamen irgendwann schon so Spiele, die waren so ein bisschen, da war schon so ein bisschen Elektronik dabei. Zum Beispiel im Netz der Spinne erinnere ich mich noch dran. Sagt mir auch was. Ja, da war so ein Plastikhügel auch mit einer Metallplatte und da saß eine Spinne und man musste immer versuchen, mit so einem gabelähnlichen Teil, die da irgendwie die Sachen aus dem Netz zu hebeln. Und wenn man an diese Metallplatte mit der Gabel kam, dann kam die Spinne von oben runtergesprungen. Also richtig was für Arachnophobia. Phobiker, nicht Phobia. Genau. Und das war, glaube ich, Ende der 70er schon auf dem Markt. Genauso wie Slotter, Dr. Slotter und das so. Da musstest du irgendwelche Operationen durchführen, auch mit so einem Metallding. Und wenn du den berührt hast, dann hat er halt irgendwie geschrien oder so. Also solche Spiele gab es da, die waren sehr angesagt. Geil. Genau. Ja, aber das ist auch schon ein Puzzle, hat man gerne mal gemacht zwischendurch. Genau. Wie hieß das denn mit den, ich war auch in jeder guten Spielesammlung vertreten. Mit diesen Stäben, die... Mikado. Ja, Klassiker. Super Spiel. Ja, auch bis heute eigentlich. Domino. Domina und Domino. Die Barbie. Ja. Hattet ihr auch Barbie zu Hause? Nee, ich jetzt selber nicht, aber meine Schulfreundin Maya, die hatte Barbies. Genau, das war dann, ja, das war auch immer spannend. Mit all der Kleidung. Genau. Und so, ne? Da hat man auch gerne mal ausgezogen, mal zu gucken, aber war ja nichts zu sehen. Ja, es war alles sehr streamline, so, ne? War sehr, sehr asexuell, sag ich mal. Das stimmt. Ja, die Barbie gab es übrigens seit 1965 schon in Deutschland. Ehrlich? Ja. Alter Schwede. Mhm. Okay. Ah. Und war das ihre Schwester Skipper oder war das eine Freundin? Das ist eine gute Frage. Ja. Ich kann mich noch an Ken erinnern, genau. Ken war selten, also da mussten wir ja immer ausleihen. Für gewisse Stunden. Ihr, war das ein Call-Ken? Ein bisschen. Ken-Boy. Ja, ein Ken. Echt, der war selten, das wusste ich auch noch nicht. Also wir hatten den nicht, aber ich habe den immer von einer Freundin geliehen, wenn er mal gebraucht wurde. Ja. Wenn der Mann im Hause mal her musste. Yps, die Zeitschrift, ja, kam 1975 auf den Markt. Super Zeitung. Mit den Gimmicks, den berüchtigten Gimmicks. Urzeitkrebse. Zum Beispiel, Der Klassiker. Ja, ich kann mich daran kaum erinnern, aber ich habe viel, viel später erfahren, dass wir offensichtlich etwas zu Hause hatten, was auch ein Gimmick war im Heft, nämlich so eine Art Guillotine für den Finger. Stimmt, war da geil. Kann ich mich dran erinnern. Voll geil. Ja, genau, da hat man die Leute vielleicht war es auch so eine Kopie des ursprünglichen Gimmicks. Ich weiß nicht mehr, woher wir das überhaupt hatten. Manchmal wundert man sich auch rückblickend, woher hatten wir dieses Spielzeug? So merkwürdiger Kram irgendwie, den irgendwer wahrscheinlich angeschleppt hat oder so. Oder auf Flohmärkten mal günstig vielleicht, geschossen. Ja, das kann gut sein. Stimmt, auf Flohmärkten vielleicht, genau. Ja. Ja. Geil. Dann eine große, große Errungenschaft für alle Schülerinnen und Schüler, der Taschenrechner. Ja, das war der Hype. Kam auf den Markt und wurde dann auch ganz schnell so ein Massenobjekt. Ja. Hat natürlich das Leben immens erleichtert. Also kannst du noch mit den Fingern zählen? Ja, doch. Ah, das auch, das schon Punkt, noch. Ne? Ja. Aber im Kopf wird es schon schwieriger, Kopf oder? Im Kopf wird es schwieriger, ja. Sowieso generell, wenn es um Rechnen geht. Ja. Mhm. Naja, genau. Und wie du vorhin schon gesagt hast, wurde vor allem eben auch draußen gespielt. Ne? Also, wenn Mama und Papa fragten, wohin gehst du? Rüber, wann kommst du wieder, wenn es dunkel wird? Ja, genau. Wenn das Essen auf dem Tisch steht. Ja. Ja. Ja, erinnerst du dich, dass wir in den 60er Jahren, da habe ich eine Doku erwähnt oder besprochen, nämlich Sean? Ja. 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 Das war ja eine 15-minütige Kurzdoku über diesen Jungen, der in Haight-Ashbury gefilmt wurde. Mhm. Genau, ich hoffe auch, alle haben sich das angeguckt, weil es auch wirklich ein Juwel ist. Ja. Und ich habe etwas Vergleichbares gefunden aus dem Jahre 79. Cool. Das Ganze nennt sich Ein Kinderzimmer 1979. Geil. Und steht in Verbindung zu einer späteren Doku, nämlich der ersten Doku-Soap, die gedreht wurde vom WDR, die Fußbräuchs. Sagt ja, ihr das was? Ja, natürlich, klar. Ja. Ich habe das nicht verfolgt. Ja, verfolgt habe ich das damals auch nicht. Ich habe das erst später. Ja. Später bin ich da irgendwie drauf. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber klar, kenne ich. Also aber dazu komme ich vielleicht gleich noch, was aus den Menschen geworden ist. Aber der Ursprung der Fußbräuchs liegt eben im Jahre 79 und in dieser Doku Ein Kinderzimmer. Ja. Da hat nämlich Ute Diehl, ihres Zeichens WDR-Regisseurin, in Köln für einen Dokumentarfilm, den sie geplant hat, nach einer typisch deutschen Arbeiterfamilie gesucht. Geil. Und die hat sich dann auch gefunden in Person der Familie die Fußbräuchs. Die haben sich nämlich gemeldet. Das war Mama, Papa und Sohn. Ja.
Das Ziel von Ute Diehl war es, die Darstellung des Überflusses an Kinderspielzeug in Kinderzimmern darzustellen. Krass. Und sie hat gesagt, all das Kaufen und Wegwerfen, das einen davon abhält, nachzudenken und den Alltag auch nochmal zu hinterfragen. Mhm. Also letztlich eine Frage, die uns bis heute beschäftigt. Ja. Man denkt immer, das ist eine ganz aktuelle Frage, aber auch in den 70ern als, ja, im Vergleich zu den 60ern plötzlich Spielzeug überall war. Mhm. Und klar, dann auch neue Technik, damals neue Technik eben auch überall Einzug hielt. Mhm. War das dann schon zum ersten Mal auch so Thema geworden? Was ist eigentlich, was macht das mit uns? Ja. Die Fußbräuchs bestanden und bestehen immer noch aus der Mutter Annemie, damals 32 Jahre alt, Vater Fred, 39 und Sohnemann Frank, 11. Annemie war Sekretärin, Fred war Arbeiter. Die drei wohnten in einer 68 Quadratmeter Genossenschaftswohnung in Köln. Eine alt-68er Wohnung. Bitte was? Eine alt-68er Wohnung. Tatsächlich, die sind sogar 1968 da eingezogen. Ach, also echt? Die Wohnung hat 68 Quadratmeter und Bezugstermin war 1968. Geil. Das heißt, die wohnten zum Zeitpunkt der Doku seit 11 Jahren dort, also im Prinzip mit Geburt des Sohnes Frank. Mhm. Das Ganze wurde ausgestrahlt am 19.08.1979. Und wie lang ist die Doku? Eine halbe Stunde. Die ist auch auf YouTube sichtbar. Also super. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Ja, bitte auch alle anschauen. Geil. Also es hat einigen Charme, ja, sich das anzugucken. Zum einen spricht die Familie Kölsch. Ja, super. Was richtig geil ist. Also richtig geil. Das suggeriert der Name ja auch, ja, schon. Ja, selbst wenn man es nicht mag, muss man sich den ergeben. Ja. Mit Untertiteln auch. Bitte, mit Untertiteln. Nein, braucht man doch dann nicht. Also man versteht es, aber man ist echt fasziniert davon. Okay. Aber auch die Einrichtung ist halt 70s pur. TV-Sendungen, die im Hintergrund laufen, Musik, die der Sohn hört, überhaupt der Sohn. Um den geht es halt in dieser Doku, weil ja, es geht ja um ein Kinderzimmer. Ja. Und Frank hat alles. Alles. Der hat einen eigenen Fernseher in seinem Zimmer. Krass. Der hat einen eigenen Kassettenrekorder in seinem Zimmer. Das ist 79. Ey. 79, ja. Das Zimmer ist nicht sehr groß, aber an den Wänden hängt ein riesen John Travolta-Poster. Geil. Daneben Olivia Newton-John. Natürlich. Ja. Eine riesige Carrera-Rennbahn, die er mit seinem Vater da aufbaut. Ja. Und vieles andere mehr. Und man sieht eben, wie ja, die Kamera begleitet einfach. Ne? Die Eltern sprechen auch mit der Regisseurin natürlich. Mhm. Aber vor allem ist eben der Sohn Frank im Vordergrund. Und wir insbesondere als Einzelkind so seine Freizeit verbringt. Mhm. Also der Fernseher dudelt pausenlos. Man hört halt Schlager, also die du gleich auch noch nennen wirst wahrscheinlich, wenn wir bei uns seit 79 ankommen, laufen im Hintergrund irgendwelche TV-Sendungen, die man auch noch kennt und so. Also geil, richtig crazy. Sehr, ja, geil. Und Fred sagt irgendwann auf die Frage von Ute Diehl hin, auf die Beobachtung hin, dass ja zwei Fernseher in diesem Haushalt vertreten sind, sagt Fred, der Vater, dann kann er den schielenden Löwen gucken und ich die Sportschau. Daktari natürlich meinend. Ne? Ja, das ist vielleicht nicht unbedingt exemplarisch für alle Kinderzimmer jener Zeit, natürlich nicht, aber ein schöner Einblick, finde ich. Mhm. Also insbesondere dann nochmal, wenn man im Vergleich sich Sean anguckt, ein ganz anderes Kind, war eine barfuß durch Haight-Ashbury in San Francisco laufend, wo es um ganz andere Sachen ging. Ja, ne? Stimmt. Auch inhaltlich um ganz anderes ging. Ne? Der dann irgendwie beschreibt, wie dann die Polizei, die er nicht mag, seine Hippie-Freunde verprügelt. Ne? Oder die Hippie-Freunde seiner Eltern. Während dann eben Frank in seinem John Travolta-Zimmer sitzt und kaum spricht. Ja. Vor sich hin singt, hat eine ganz hübsche Stimme eigentlich. Das könnt ihr euch nochmal anhören. Ja, das ist nochmal mein Input zum Thema Kindheit in den 70er Jahren. Sehr schön. Weiß nicht, wie ihr eure Kindheit so erlebt habt, die ihr vielleicht selbst Kinder wart in den 70ern. Mir ist noch eingefallen gerade, ich hatte eine Modelleisenbahn. Ja? Mhm. Das muss auch so Ende der 70er gewesen sein. So aus Metall oder aus Plastik? Nee, aus Metall, richtig. Mhm, schön. Von Märklin. Oh. Damit kommt man zu Bares für Rares. Ja, ja, ich weiß. Mein Opa war da der Vorreiter. Der hatte nämlich die weltgrößte Eisenbahn im Keller mit Landschaft und allem Schnickischnack. Da kam ich natürlich nicht dran. Ja. Aber ich war immer gerne da und habe mir das Treiben angeguckt. Hättest du denn gerne was ganz Bestimmtes gehabt in den 70ern, was du nicht bekommen hast? Naja, ich sag mal, einen Fernseher habe ich echt erst spät bekommen. Also hatten definitiv gar nicht in den 70ern. Zimmer? Nee, ich auch erst mit, keine Ahnung, 10, mindestens. Nie. 12, erst, weiß ich nicht. Erst als ich ausgezogen bin. Ah, okay. Ja, ich hatte so ein schwarz-weiß Briefmarkenschirm im Fernseher. Ne? Immerhin. Ja, aber halt auch, wie gesagt, in den 80ern erst. Ja. Mhm.
Was wolltest du haben? Also Fernseher hättest du gern gehabt. Hätte ich gern gehabt, war aber natürlich nicht dran zu denken. Und ich weiß, dass ich schon früh Interesse an Schlagzeug hatte. Ich hatte dann auch tatsächlich, glaube ich, schon Ende der 70er so ein Kinderschlagzeug, so ein Kaufhausding. Hast du gerne blinde Kuh gespielt? Musst du ja. Da nicht immer mit so einem... Ja, dann Topfschlagen war es. Topfschlagen war es, genau. Ja, klar, fand ich großartig. Allein wegen dem Topf, den man irgendwann ja, getroffen eben. Hat. Genau, ich habe auch am Anfang immer auf Töpfen von Mutter getrommelt. Das fand die nicht so geil. Und dann kriegte ich so ein Kaufhausschlagzeug. Das hat genau 2 Monate gehalten, aber war durchgeprügelt. Genau, aber das weiß ich noch. Da war ich so 6 oder so. Mhm. Das war ja... 79. Ja. Also ich mit 3 oder so, von 0 bis 3, hatte jetzt nicht so die Mega-Wünsche, ja. Glaube ich. Schnuller. Kam erst in 8. War für mich echt ganz großes Thema. Schnuller hatte ich nie. Nein? Nee. Interessant. Ich mein wirklich Bruder, bis zum 3. Lebensjahr. Ja, krass. Hing ich dran. Deshalb jetzt hier. Genau. Ja. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, was hat man als Kind so, als Kleinkind... man genommen, was man gekriegt hat, ja, so, ne? Klar. Da kann man so ein bisschen Wünsche. Ja. Okay. Ja, wir machen einen Sprung in dein Geburtsjahr, Natascha. Ja. Nämlich in das Jahr... 77, man ja. Darf es ruhig sagen. Nein, man darf es sagen, ne? Natürlich. 1977. Welches eingeläutet wurde durch ein tragisches Flugzeugunglück im Frühjahr über Teneriffa, genau. Da ist wegen einer Bombendrohung auf Gran Canaria eine umgeleitete Boeing 747 beim dichten Nebel auf eine andere 747, der KLM, gestoßen. Mhm. Und da sind 583 Menschen. Ja, das stimmt, das war richtig krass. Ins Leben gekommen. Mhm. Warte mal, die sind aber, glaube ich, sind die im Flug oder sind die auf der Landebahn gegen gestoßen? Ich glaube, auf der Landebahn. Bei dichtem Nebel steht hier nur. Auf der Landebahn, glaube ich, richtig heftig. Also es war richtig, richtig krass. Ja, es war auf jeden Fall mit das schwerste Flugzeugunglück in der Geschichte der Luftfahrt bis heute. Ja, siehst du. Ja, in New York hielt die Nacht des 13. Juni die Menschen in Atem, da die von Blitzeinschlägen und weitreichendem Stromausfall betroffen waren. Und der Umgang mit der Störung und deren Schäden hatte im Frühjahr des darauffolgenden Jahres einen spektakulären Babyboom zur Folge. Haben die Leute also die Zeit doch zu nutzen gewusst. Weniger glimpflich ging es nach der Haftentlassung von Brigitte Mohnhaupt zu, die dann im Untergrund die Terrorvereinigung Rote Armee-Fraktion neu zu organisieren begann. Bereits im März kam es dann zur Ermordung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback durch die RAF. Und der deutsche Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer wurde ebenfalls von einem RAF-Kommando entführt und umgebracht. In den USA, da punktete das Unternehmen Apple zum ersten Mal auf dem technischen Sektor. Der Apple II kam als erster Rechner auf den Markt, der vollständig mit einem Bildschirm und einer Tastatur ausgestattet war. Ja, und die Welt wurde um einen großartigen Künstler ärmer. Der King verließ das Building, nicht nur, sondern die Jung, Erde. Der ist in seinen 40ern verstorben, ne? Ja, genau. Genau. Ja, 77 wurden die Diskotheken und Radiosender und TV-Shows und Plattenläden in Europa und vielen außereuropäischen Ländern von der Supergroup ABBA dominiert. Und es gab so eine regelrechte ABBA-Mania. Mit Hits, wie ich vorhin schon erwähnte, Money, 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 Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, The Name of the Game. Hast du einen Lieblingssong von ABBA? Ah, so ein paar. Sag mal. Also mein damaliger Lieblingssong, das war allerdings also der 80er. Also du magst ABBA demnach. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Also Super Trooper hat mich damals aus den Socken gehauen, weiß ich noch, da habe ich mir eine ganze Kassette nur mit Super Trooper aufgenommen. In Dauerschleife? Ja, genau. Ich fand aber im Nachhinein halt auch Dancing Queen super. Auch spätere Sachen, zum Beispiel The Day Before You Came, ist eins meiner Favorites. Knowing Me, Knowing You. Ja, super geil. Super geil. Dann hier. Schönes Haar ist dir gegeben. Ja. Lass es kleben mit Quark. Genau. Ah, scheiße, weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Move On. Heißt es Move On? Ich glaube schon. Okay. Ja, das war auch geil. Mhm. Stimmt. Ja, auch in den USA schafften die es. Zum ersten und auch zum letzten Mal zeitweise mit einem Titel auf die Nummer 1, das war Dancing Queen auch in den USA. Ja, weltweit waren bis 77 14 Millionen ABBA-Alben und 30 Millionen ABBA-Singles verkauft worden. Ja. Und dann kam Ende des Jahres ABBA The Movie, ein Film, dazu in die Kinos, deren Erfolg als Musikfilm im Folgejahr nur noch von einem ebenfalls im Dezember 77 Premiere feiernden Kultfilm Saturday Night Fever übertroffen wurde.
Zur Königin der 77 weiter anhaltenden Disco-Welle stieg die US-Amerikanerin Donna Summer auf. Mit ihrem von Synthie-Disco-Papst Giorgio Moroder geschaffenen I Feel Love versetzte sie die Tänzerwelt in Verzückung. Und den Thron der Disco-Queen musste sich Donna Summer allerdings mit zwei Spanierinnen teilen. Baccarat. Richtig, nicht schlecht. Na, wie hieß der Hit? Warte. Puerto. Ich muss dazu sagen, es gibt ganz frühe Kassettenaufnahmen von meiner Schwester, wie sie dieses Lied als Kind singt. Ja. Und deswegen habe ich das immer falsch im Ohr. Können wir es verlinken, bitte? Puerto oder so, irgendwie sowas, ne? Können wir es verlinken, bitte? Nein, also ich möchte meine Schwester schützen. Okay, alles klar, schade. Sie hat das Pokeke Bass gesungen, aber das... Ah, süß. Sag du, wie es richtig hieß? Ja, Herr, ich kann Boogie. Yes, Sir, I can. Ach nee, daran dachte ich gar nicht. Welches dachtest oder? Du? Das suche ich gleich mal raus. Ja, da bin ich gespannt. Ja. Also das war auf jeden Fall so der... Achso, Sorry, I'm a Lady gab's noch, ne? Sorry, I'm a Lady. Ja. Also Entschuldigung, oder? Ich bin eine Frau. Genau. Oh, ja, der Frank Farian Karibik Hybrid Trope Kim Bonnie M mit dem dauerzappeligen Bobby Farrell als tänzerischen Blickfang gehörte 77 gleichmäßig gestrickte Hits wie Daddy Cool, Ma Baker und Belfast zu den wenig deutschen Gruppen. Nein, Becker. Die international. Hast du das nicht mal? Ja, ne? Genau, die international Erfolg hatten. Und Lieferanten von kurzlebigen Pop-Sommerhits waren 77 unter anderem Santa Esmeralda mit Don't Let Me Misunderstood. Ah, kennst du auch, gar, ne? Gar nicht schlecht. Ja, ne? Es war auch der Sportschauer, die da immer das Tor des Monats mit eingeläutet hat, mit dem Rhythmus. Echt? Davon, ja. Dann von David Dundas Jeans On. I put my jeans on. Johnny Wakelin mit Inside Ear. Insa-Insa-Ehr. Vielleicht verlinke ich es mal schauen. Bei Mainstream-Rock hatten Smokey mit Needles und Pins und dem herzschmerzigen Lay Back in the Arms of Someone und Living Next Door to Alice. Richtig. Genauso wie die Adler mit dem mehr als nur leicht weinerlichen Hotel Kalifornien Riesenerfolg. Ja. Also ich finde, das ist ein super Song. Ja, Hammer-Song. Also. Ja, ist es auch. Ist es auch. Also. Ich wollte das einfach nur mal so ein bisschen... Ja. Ne? Ja, ähnlich sentimental ging es dann bei Fleetwood Mac, Go Your Own Way, auch ein Hammer-Song. Go your own way. Richard Kleidermaß, Ballad pur Adeline, das erste Stück, was ich auf dem Klavier spielen konnte. Und ja. Und Thelma Houstons Don't Leave Me This Way, auch großartig. Boah, krass. Super Song. Ganz schön krasse Songs. Ne? Ja, da ist einiges rausgehauen worden. So wie dem, in den Arm nehmen Hit Mal of Kintyre von Wings. Naja. Genau. Queen konnte dann 77 mit einem hymnischen Stück auftrumpfen, nämlich We Are the Champions, ganz grausam. Ich mag das ja. Kommt dann bei Guilty Pleasures nochmal. Ja. Okay. Zur rockigen Sache ging es dann auch mit Ram Jam und Oh, Black Betty, Ram Lam. Oh. Das hätte ich jetzt viel älter geschätzt. So frühe 70er. Ja, nee, ja, 77 dann. Status Quo mit Rocking All Over the World habe ich auch groß, abgefeiert, ne? Ja, auf jeden Fall. Und Motorhead mit Motorhead. Aha. 77 war im Grunde das einzige Jahr, in dem Punk auf verhältnismäßig breiter Front mit Musikgeschäft, im Musikgeschäft eine Rolle spielte. Da gaben die ja, Sex Pistols mit God Save the Queen und Holidays in the Sun, die Stranglers mit Get a Grip, die Ramones mit Sheena as a Punk Rocker und Clash mit White Riot für Abwechslung im Angebot gesorgt haben. Ja, in der deutschen Schlagerwelt ging es barfuß durch den Sommer mit Jürgen Drees. Howard Karpfendiel riet, nimm den nächsten Zug. Und obwohl, aber mit Maske. Ja. Vielleicht meinte er auch, nimm den nächsten Atemzug. Vielleicht. Genau. Und dann natürlich auch Im Wagen vor mir von Henry Valentino und Uschi mit ihrem knackigen Ratter, Ratter, Ratata. Das kenne ich nicht. Na, sei froh. Willem jubelte musikalisch, Tarzan ist wieder da. Ich habe die Single. Echt, du hast die Single? Alter, das ist auch ein guter Teil. Aber nicht freiwillig. Die haben mich als ich in der Grundschule war, in den frühen 80ern, ja, da habe ich die Single geschenkt bekommen von meiner Grundschulfreundin. Ja. Und die wiederum hatte das wahrscheinlich von irgendeinem Flohmarkt oder so. Ja. Schrecklich. Ganz schrecklich. Unterirdisch. Hast du mal das Video dazu gesehen? Ich glaube, das werde ich mal verlinken. Auch gruseliger als Hannibal Lecter und so, finde ja, ich. Also auf wirklich jeden das Fall. Schlimmer als alles, was Halloween ist dagegen eine Komödie. Ja, dieser selbstgefällige, unansehnliche Typ, der schlimm. Sich irgendwie auf dem Sofa riegelt, der hat doch dann auch noch, ich sag, Willem,
besagt wird. Ja, ganz schön. Das ist auch ganz grausam. Das konnte aber auch, Entschuldigung, liebe 70er, auch nur in den 70ern rauskommen. Ja, und auch nur aus Deutschland. Ja. Muss man leider dazu sagen. Ja. Ne, dagegen halfen dann Roland Kaiser mit nur 7 Fässer Wein. Muss man sie auch erstmal reinschrauben. Und die internationale Musikwelt nahm eben Abschied von Elvis. Ja, und in den USA gründete sich die Disco-Formation Freak Out. Super. The Freak, so shit. Genau. Ah ja, Def Leppard wurden auch noch gegründet. Das ist nochmal so. Der Taube. Der Taube Leopard. Ist denn Leppard Leopard oder ist nicht Leppard? Ist das nicht, naja, ganz egal. I don't know. Ich weiß nur, dass die... Ich glaube, Leppard ist nicht Leopard, sondern... Kann sein. Irgendwas anderes. Läppisch oder so. Nee, schon so ein wildes Tier. Ah, okay. Die haben einen einarmigen Schlagzeuger übrigens. Wusstest du das? Der spielt krassere Sachen mit einem Arm als mancher mit zwei. Ja. Ja, das war 1977. 70. Ich habe mir gerade die Erlaubnis von Natascha abgeholt, noch in den letzten Minuten noch ganz kurz auf eine Band einzugehen, die ich schon mal erwähnt habe in unserer 60er-Jahre-Episode, weil es die da nämlich schon gab. Und auch schon in unserer Guilty Pleasure-Episode, wo ich auch schon was von denen gespielt habe. Mhm. Fakt ist, diese Band hatte aber in den 70ern erst, naja, einen Durchbruch in dem Sinne vielleicht auch nicht unbedingt. Aber sie sind das erste Mal wirklich international aufgefallen. Das ist nämlich eine griechische Psych Progressive Rock What Demis Roussos? Richtig, Band? Genau, die Band von Demis Roussos. Wie heißen sie? Aphrodites Ach Kind. Ja, genau. Aphrodites Child, genau. Griechische Band von 68 bis 72 haben die existiert und waren auch mit einigen Songs in den Charts. Ja, und lustigerweise war Vangelis hier auch eben Mitglied, der da auch durch Filmmusik dann später groß in Erscheinung getreten ist, der auch heute noch Sachen macht, auch immer noch sehr, sehr eigen und sehr groß und sehr gut. Ich will gar nicht so viel über die erzählen. Es gab ein Konzeptalbum von denen, nämlich im Jahr 72 mit dem verheißungsvollen Titel 666, eine musikalische Interpretation der Offenbarung des Johannes. Und Vangelis arbeitete bereits seit 70 an dem Album, nicht seit er 70 ist, sondern seit 1970. Und die Gruppe musste laut dem Vertrag mit der Plattenfirma Mercury Records noch eine dritte LP abliefern. Und den Verantwortlichen kamen da relativ starke Zweifel, ob sich da so ein progressives Konzept verkaufen lässt. Und so forderte man erst eine neue Single und begann nach dem Erscheinen von Spring, Summer, Winter and Fall. Das haben wir gespielt, ne? Genau, das haben wir gespielt. Mit den Aufnahmen zu 666. Das war also noch davor, dieses Stück. Und das Album erschien dann beim auf progressiven Rock spezialisierten Label Vertigo. Und während Vangelis die Arbeit an dem Projekt beendete, traten die anderen Gruppenmitglieder live ohne ihn auf. Und die Gruppe fiel daraufhin bald leider auseinander. Und Demis Roussos veröffentlichte dann eine Solo-LP und etablierte sich später vor allem in Deutschland als erfolgreicher Schlagersänger. Und interessant ist, dass das Album erst eine späte Würdigung erfuhr, nämlich Michael Cretu übernahm aus der Platte einige Stellen und integrierte sie in das 1990 erscheinende Album von Enigma. Und ich möchte jetzt von diesem Album meinen absoluten Favorite noch euch mit auf den Weg geben, nämlich das Stück The Four Horsemen, was ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt, was früher auch gerne im Zwei Schlingen in Dauerrotation lief. Und ich glaube, wir können auch schon auf Wiedersehen sagen, ne, mit diesem apokalyptischen Ausklang und sehen uns dann nächste Woche in Teil 2 wieder, wenn es wieder heißt 1000 Jahre Popkultur. Auf Wiedersehen. Tschüss. Second.
Orgasmen